Guten Tag, meine lieben Zuseher. Wir berichten heute aus dem Grenzort Heiligenkreuz im Lafnitztal, wo eine Betriebsbesichtigung von Landtagspräsidentin Verena Dunst stattfindet, und zwar bei der Glimesch Group, welche seit 2017 erfolgreich Gemüsespezialitäten Obst und hochwertige Blumen anbieten. Im Übrigen gehört Ihnen das größte Pfingstrosenfeld Österreichs. Ich spreche jetzt mit dem Bürgermeister von Heiligenkreuz im Lafnitztal, Eduard Zach. Grüß Gott. Ich hätte eine Frage, und zwar: Wie sehen Sie aus Sicht der Gemeinde die Wertschöpfung dieses Betriebes? Ja, für uns, für die Gemeinde ist das natürlich eine sehr große Wertschätzung. Nicht nur dieser Betrieb alleinig, sondern der gesamte Wirtschaftspark. Wir haben hier an die 500 Arbeitsplätze, und davon profitieren natürlich auch sehr viele Kleinbetriebe in der Region, dass der Gemeinde natürlich auch in Summe der Kommunalsteuer sehr gut zugutekommt. Also, wie Sie sagen, sind hier Arbeitsplätze gesichert. Bemüht sich auch die Gemeinde für Betriebsansiedelungen in Zukunft? Wir arbeiten gemeinsam mit dem Südbahnmanager Werner Unger. Versuchen wir immer natürlich hier Betriebe anzusiedeln, aber das Hauptaugenmerk liegt beim Werner Unger als Südbahnmanager. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Familie Glimesch, Glimesch, Herr Vizebürgermeister, liebe Medienvertreter, es freut mich, dass ich Sie als Bürgermeister hier recht herzlich in meiner Gemeinde begrüßen darf. Ganz besonders freut es mich, dass wir bei der Firma Glimesch anwesend sind, mit denen wir ja wirklich ein sehr gutes harmonisches Verhältnis pflegen. Wir sind generell als Gemeinde sehr stolz hier auf dem Businesspark Heiligenkreuz, dass wir sich hier Firmen angesiedelt haben. Wir haben in Summe ca. 500 Arbeitsplätze hier, was natürlich der Gemeinde sehr zugute kommt im Zuge der Kommunalsteuer. Und ich wünsche euch allen, also, dass Sie auch in der Zukunft also wirklich produktive Arbeit leisten könnt. Und alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Wir sind auch sehr stolz, dass wir in Heiligenkreuz sein dürfen. Dank der Unterstützung unserer vielen, sage ich mal, Partner, die wir haben, unter anderem auch, wie gesagt, die Gemeinde Burgenland und das Land Burgenland. Das freut mich jedes Mal, wenn uns die Frau Präsidentin besuchen kommt. Die Pfingstrosenzeit ist für uns die schönste Zeit im Jahr, aber auch die anstrengendste. Wir haben so viele Blumen auf unseren Feldern stehen wie noch nie und freuen uns, dass wir an so viele Leute in Österreich, wenn auch nur für kurze Zeit, aber diese Rosenpracht in Heiligenkreuz ernten dürfen. Weiters haben wir heuer einen Ausbau des Betriebs vorgenommen. Wir haben neue Chicorée 13 gebaut, um neue Kunden bedienen zu können, und auch massiv in den Feldgemüsebau investiert. Also das Unternehmen hier im Burgenland wächst, und wir sind sehr dankbar, dass wir die Unterstützung der Wirtschaft Burgenland und des Landes Burgenland haben, dass wir hier als Familie weiter investieren können und wachsen. Und ich denke, dass das absolut notwendig ist in der heutigen Zeit, in eine nachhaltige Produktion zu investieren. In Österreich wird nach wie vor Gemüse importiert. Wir haben nur die Hälfte des Gemüses, was wir verbrauchen, produzieren wir selbst. Und man sieht in den aktuellen Zeiten, dass es wichtig ist, dass man nicht vom Import abhängig ist, sondern dass man im Land eine Wertschöpfung schafft, dass wir im Land produzieren, und das ist die
Idee und die Vision der Firma hier im Heiligenkreuz für uns. Also da bin ich sehr stolz und dankbar, dass wir das hier machen dürfen. Darf ich noch kurz fragen, 50% von dem, was ihr produziert, wird in Österreich verkauft? Nein, es war so gemeint, dass in Österreich, dass wir Gemüse aus dem Ausland nach Österreich importieren, weil wir nicht genügend selbst produzieren. Okay. Und der Bedarf an Gemüse wird in den nächsten Jahren massiv wachsen, nicht nur weil die Bevölkerung wächst, sondern auch weil Gemüse von der Beilage zur Hauptspeise wird. Es ist klar, dass der Trend zur gesunden und auch zur vegetarischen Ernährung da ist. Und das verstärkt natürlich das Ganze nochmal. Deswegen haben wir entschlossen, dass wir in die Lebensmittelproduktion in Österreich investieren, aber auch natürlich in die Blumenproduktion. Wir haben sogar heuer zum ersten Mal Pfingstrosen exportiert. Also sind zum ersten Mal Blumen von uns ins Ausland gegangen. Aber das Gemüse verkaufen wir immer in Gemüse Österreich. Das bleibt in Österreich, Österreich, ja. Mit lokal und regional. Mit vielen, wir kriegen das ab mit vielen Partnerunternehmen und beliefern den Gemüse hauptsächlich den Lebensmitteleinzelhandel, Blumen auch hauptsächlich den Lebensmitteleinzelhandel, aber auch wir haben auch viele Fachmärkte, die wir beliefern, also Fachgeschäfte, Floristen, die wir mit unseren Pfingstrosen beliefern. Ja, wollen Sie noch was ergänzen? In Wahrheit hat mein Bruder alles wunderbar ausgeführt, aber ich möchte sagen, wir fühlen uns hier sehr, sehr gut und herzlich aufgenommen. Und es macht mir persönlich und auch, glaube ich, meinem Bruder unfassbar viel Spaß. Und jedes Mal, wenn ich herkommen darf, ist es eine Freude, weil ich glaube, wir sind schon halb in der Union. Wir haben die Meldezettel da schon ausgefüllt und wir fühlen uns wirklich wohl. Und dank dem Herrn Bürgermeister, der uns heute im Frühling oder im Frühjahr so viel geholfen hat für ganz tolle Mitarbeiter, haben wir Häuser gemietet und Wohnungen gemietet. Also wir investieren viel in unsere Mitarbeiter, dass sie sich gut aufgehoben fühlen und dass wir als Team und als Familie gut funktionieren, weil nur so geht es dann, dass man dann die stressigen Zeiten auch überlebt, in Wahrheit. Gell? Und ja, wir sind sehr glücklich hier. Danke. Ja, meine Damen und Herren, darf ich vielleicht die Klammer sozusagen schließen? Zuerst darf ich Sie sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass meine Einladung hier beim Betriebsbesuch bei der Firma Klimisch in Heiligenkreuz Sie alle gekommen sind. Ich darf also Sie als Medienvertreter und Vertreterinnen sehr herzlich begrüßen. Danke in beiderlei Hinsicht. Zuerst an die Gemeinde. Es ist ganz wichtig, dass die Gemeinden sozusagen freuen sich natürlich bei der Kommunalsteuer. Aber es geht auch darum, gute Bedingungen zu schaffen für die Unternehmen. Und ich weiß es, ich kann nur zurückblicken in der Geschichte, als ich mit dem vorvorigen Landeshauptmann hier das erste Mal einen Spatenstich gemacht habe für die OZ, da hat die Geschichte begonnen. Ich weiß deswegen noch, ich habe so einen Mantel, weil ich bin da superweise ungeschickt bei Hängen geblieben. Da war ein wunderschöner Mantel zerrissen. Da waren so die Fundamente mit den Eisenstangen heraus. Aber das haben wir wirklich aufgehoben, weil damit hat eine Erfolgsgeschichte begonnen. Der Herr Bürgermeister, und das möchte ich kurz aufgreifen, hat er schon ausgeführt, wir hatten viele Menschen, die das nicht wollten. Die haben gegen die Betriebsansiedlungen hier votiert. Ja, das war gar nicht so einfach. Die meinten, das braucht man nicht. Im Gegenteil, heute wissen wir, dass hier eben über 500 Menschen arbeiten, dass viele Firmen da sind, ohne dass ich sehr oft nach Heiligenkreuz komme. Das ist leider aufgrund meiner Arbeit in Eisenstadt nicht möglich. Kann ich nur sagen, dass ich hinter vielen Entwicklungsschritten stehe. Jetzt auch zuletzt eine Firma, die sich ansiedelt, die ich nicht näher ausführen möchte, wo ich sehr stark unterstützt habe, dass die auch herkommt. Da geht es letztendlich jetzt auch um Entwicklung Photovoltaik und so weiter. Und das waren so einige Verhandlungen und das war wichtig. Und wir bekommen jetzt wieder zusätzlich eine Firma dazu. Die Burgenland Energie hat sich auch entschieden, hier noch mehr zu tun. Und eine zusätzliche Firma in Kooperation mit der Burgenland Energie wird hier also sozusagen die nächsten Firmen sein. Ich habe mich aber natürlich als Agrarlandesrätin, das muss ich schon ganz klar sagen, sehr, sehr, sehr gefreut über diese innovative
Produktionsstätte, die europaweit sicher nicht viele Konkurrenz hat. Warum? Ich habe das extra mitgenommen, weil man das ausgedruckt hat, das gefällt mir sehr gut, da steht nämlich Hightech und Nachhaltigkeit, um es ganz genau zu sagen, schließen sich für uns nicht aus. Sie wissen, wie hier beispielsweise Chicorée gezogen wird, Herr Klimisch hat vorher gesagt, sie haben ausgeweitet, das ist höchste Innovation, das ist viel technischer Einsatz, das ist viel Know-how, und das muss man sich einmal trauen. Ich möchte mich bei Ihnen daher sehr, sehr wirklich bedanken, dass Sie diesen Schritt gemacht haben. Mir ist das bewusst, dass Sie damit, die Firma Klimisch ist nicht unbekannt in Österreich, war in der Blumenproduktion und hat einen Namen für edle Blumen, aber dass Sie hier natürlich Ihre ganze Existenz sozusagen nochmal in Frage gestellt haben mit diesen hohen Investitionen, da ist Ihnen ein Kompliment zu machen. Die Wirtschaft Burgenland sieht das als Aufgabe, dass man sie begleitet, das Land Burgenland genauso. Wir sind natürlich auch in die EU-Förderperiode gefallen, nur das lässt sich alles als Fördermöglichkeit nicht mit dem aufwiegen, was sie nochmal sozusagen neu bekommen haben. Nämlich hier ganz, ganz große finanzielle Belastungen, damit der innovative Einsatz, nämlich so, GKW beispielsweise, um dieses zu nennen, dass man das so entwickeln und ziehen kann. Das Zweite, ich habe vorhin schon gesagt, der Agrarlandesrätin, für mich ist es ganz wichtig und ich kann Ihnen nur gratulieren, es ist genau die richtige Zeit. Es hat sich, das wissen Sie, viel verändert in der Lebensweise, im Essverhalten, überhaupt in der ganzen gesellschaftspolitischen Aufstellung sind das andere Generationen, ich bin froh darüber. Ich habe 2004 als Umweltlandesrätin noch mit sehr vielen konservativen Ansätzen zu kämpfen gehabt, weil die erste Bio-Broschüre herausgegeben und habe es Umweltlandesrätin aufgezeigt, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, dass man viele Dinge nicht importieren darf, dass man viele Dinge selber in Österreich und in Burgenland selber produzieren kann. Und ich habe als Konsumentenschutzlandesrätin nicht einmal irgendeine ausländische, sondern hunderte Male ausländische importierte Waren aufgehauen, sozusagen auf den Putz gehauen, ich habe die überprüfen lassen und herausgestellt hat sich jedes Mal eine Katastrophe. Du weißt nicht, wo es wächst, du weißt nicht, ob die Angaben trotz aller Möglichkeiten, die der Markt hergibt, dass da Gütesiegel drauf sind, du hast nie die Sicherheit, dass das drinnen ist, was draufsteht. Und wenn das jetzt eben Chicorée oder Gemüse, so wie Sie vorher gesagt haben, da produziert wird, dann wissen wir, wie es groß wird, wie es wächst, wie es behandelt wird, wie es bearbeitet wird, wie es geerntet wird. Und daher kann ich Ihnen allein zu diesem ersten Satz sehr, sehr herzlich gratulieren. Und wie gesagt, es ist die richtige Zeit dazu. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Mich haben Menschen, wenn ich, leider kaufe ich nur sehr selten privat ein, weil ich das längst sozusagen abgegeben habe in der Familie. Aber ich weiß, dass wir auch Vorbilder sind in unseren Positionen. Und ich weiß, wie ich die letzten 20 Jahre gelebt habe. Wenn ich einkaufen gegangen bin, dann schaue ich drauf, dass ich inländische Ware kaufe, gerade wenn es um Lebensmittel geht. Es ist viel zu wenig, was in Österreich im Moment teilweise von den Menschen ausgegeben wird für Lebensmittel. Waren es sogar noch mal 7%, jetzt mittlerweile steigt das an die 20%. So ist das viel zu wenig vom Haushaltseinkommen. Es ist bewusst, dass es Menschen gibt, die nicht viel verdienen. Ich verstehe die Menschen dann auch mit geringerem Einkommen, dass sie sagen, okay, ich greife halt irgendwo hin, was im Sonderangebot ist, was in der Menge angeboten wird. Das ist absolut verständlich. Nur glaube ich, dass man gerade nur so lange leben kann, solange man sich gesund ernährt. Das ist nachgewiesen. Als ich 2007, 2008 eine Studie am Tisch gelegt habe und gesagt habe, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit, regionale Produkte sichern längeres Leben. Und sehr viele Skeptiker mich angeschaut haben und gemeint, was ist mit der los? Heute kann man über das selbstverständlich sprechen, weil heute ist es erwiesen, heute gibt es Fakten und Daten und heute bezweifelt das auch niemand. Und daher bin ich ganz sicher, dass Ihre neue Investition, und das war mir jetzt wichtig auch gegenüber Ihnen als Medien, Ihre neue Investition noch einmal herauszuarbeiten. Sie haben sich entschieden, wieder zu investieren, als wieder finanzielles Risiko für Sie selber, als Familie, aber ich bin sicher, dass sich das auch nachhaltig finanziell auszahlt, weil es genau der Punkt ist,
nämlich dass die Menschen das jetzt auch wollen. Und wenn man heute einkaufen geht, dann bin ich nicht die Verena Dunst und einige wenige, sondern viele, wo man sieht, nehmen das in die Hand, lesen es. Bin übrigens dabei, obwohl ich nicht mehr Konsumentenschützerin bin, aber für das bringt man oder bringt man nicht, wieder in der Europäischen Union, aber als Landtagspräsidentin, als Vertreterin der Region, hinzuweisen, dass Menschen, dass das ungerecht ist, dass große Konzerne so klein drucken, dass der normale Konsument das nicht lesen kann. Und da bin ich wieder dabei, Initiative, ich komme heute von einer international abgehaltenen europaweiten Konferenz, wo es auch um diese Dinge gegangen ist, wo man sagt, okay, der Mensch kann es nicht einmal lesen, da braucht er Doppelbrille, wenn ich das lese, es geht letztendlich auch um Kalkulierbarkeit, da steht 100 Gramm drauf, das kostet so viel, wenn unten 1 Kilogramm draufsteht, sollte ich den Schluss ziehen, wie sich der Preis ableitet, das alles ist nicht zu sehen. Ich denke, das ist auch in Ihrem Interesse, dass Sie dann nicht in Konkurrenz treten mit irgendetwas, was von irgendwo kommt. Das kann nur billiger sein als Ihre Produktion, weil das genau billig produziert wird. Und daher nochmal herzliche Gratulation. Pfingstrosen vielleicht zuletzt. Kann man ja erinnern, als Ihnen das erste Mal gelungen ist, Pfingstrosen hier in Heiligenkreuz zu ziehen. Und da haben auch sehr viele Skeptiker, wir haben das auch auf allen Medien dann damals verbreitet, sehr viele Skeptiker gesagt, wirklich in Heiligenkreuz? Ja, wirklich in Heiligenkreuz. Und daher bedanke ich mich noch einmal, dass Sie uns weiter begleiten. Sie sehen, dass die Pfingstrosenfelder, sagt man Felder dazu? Ja, mitgewachsen. Okay, sagt man eh nochmal Felder dazu, dass die ausgeweitet sind. Wir haben jetzt Zahlen nicht gemerkt. Wir haben jetzt in 13 Hektar in Österreich und werden heuer ca. 1,1 Millionen Blumen schneiden. Also seit von klein begonnen auf immer größer, weil die Nachfrage so da ist. Die Nachfrage wächst, die Pfingstrosenzeit ist die schönste Zeit im Jahr und das ist, wenn man auf den Feldern geht, wird man sehen, also wenn man da durchspaziert, ist man glücklich. Es ist einfach eine Blume, die einen Winter braucht, das heißt, sie kann nicht in Afrika produziert werden, wo sonst viele Blumen zum Beispiel herkommen, sondern die braucht wirklich die Kälte und blüht nur einmal im Jahr und weiß, eben genau nur einmal im Jahr blüht, ist es auch was Besonderes, weil man es nicht das ganze Jahr hat. Mhm. Und die Leute freuen sich drauf und das ist die Blume, die am glücklich, die auch in der Mythologie ist, die glücklich macht. Wirklich? Ah, schon. Okay. Das können wir übernehmen. Das Heiligenkreuz ist der glückliche Ort. Also in der griechischen Mythologie erstens war es glücklich. Die große Überraschung, okay. Wo viele sind hergefahren und haben gesagt, ich möchte die Pfingstrosenblüten sehen. Ja, die sind aber schon abgeschnitten. Ich muss aber sagen, dass es war alles nur bei seiner Vision. Gell? Also wenn er nicht wäre, wäre das Ganze da nicht. Und darf ich Sie gleich dazu fragen, weil ich weiß, was jetzt passiert, danke Ihnen. Ja. Den Medienvertretern und Vertreterinnen wird sehr schnell die Frage auftauchen, wie das vor 2 Jahren, wo dann alle gefragt haben, kann man die auch da vor Ort kaufen? Nein, die kann man im Fachhandel kaufen. Man kann sie im Fachhandel kaufen, man kann sie im Supermarkt kaufen, aber ab und zu kommen natürlich Heiligenkreuzer oder das Jennersdorf oder dort und da. Also wir haben auch einen kleinen Abhofverkauf. Darf man das sagen, weil Sie wissen, was das dann auslösen ja, kann. Sie haben einen Preisanspruch. Das darf man sagen. Das darf man sagen. Und wie sind die Öffnungszeiten? Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr. Am besten am Vormittag kommen. Und in Wahrheit gibt es die nur mehr 2 Wochen, dann ist es vorbei. Also das ist schon offiziell. Das heißt, was wir für Anfragen gehabt haben. Wirklich, schon. Damals. Aber letztes Jahr waren auch sehr viele Leute. War das erste Jahr? Nein. Oder wo ich da war? Vor zwei Jahren. Ich sehe die Fotos von der Kronenzeitung, wo sie auch mit Lukas gemeinsam. Ja, vor zwei Jahren. Aber auf alle Fälle wichtig jetzt für Sie, weil die Frage wird kommen. War das letztes Jahr? Ja, aber ich war jetzt fast jedes Jahr da. Ich bemühe mich zumindest nicht. Ja, das ist so lieb, wir schätzen das sehr. Also, ich nehme an, dass Sie auch das eben diese Information interessieren wird, dieser Abrufverkauf möglich, aber eben mit dem Zeitlimit 2 Wochen. Am Vormittag und jetzt nur mehr 2 Wochen, weil die Ernte ist diese Woche vorbei und dann wird ausverkauft täglich. 2 bis 3 Wochen sind wir leer. Also
Sie haben vorher erwähnt, das habe ich großartig gefunden, mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wohnen. Ich habe mir bemüht, ich muss das wirklich sagen, ich habe jedes Mal beim Klimaschbesuch mitgenommen, helfen Sie uns Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Das ist wirklich schwierig. Ich habe das sehr ernst genommen und habe das immer wieder auf den verschiedenen Medienplattformen verkündet. Ich darf Ihnen nur sagen, bitte hören wir auf mit dem Thema, wir haben keine Arbeitsplätze im Süden, das stimmt seit Jahren nicht mehr. Ich habe die neuesten Daten mir letzte Woche besorgt, weil ich meine Initiative, die heißt Wieder daheim sein, gibt es ja zu Seiten und so weiter, wo ich wirklich alle einlade, die nicht mehr wenden wollen. Es gibt Menschen, die wollen das, die wollen auch da gar nicht leben, ist alles akzeptabel. Aber die zurückkehren, und der Herr Schulte hat mir letzte Woche begleitet, auch wieder bei einer anderen Geschichte, kann das bezeugen, wieder daheim sein heißt, Menschen wieder zurückbringen, die nicht mehr pendeln müssen, weil wir haben zurzeit ALS Stegersbach. Ich rede jetzt nur, ich kann Ihnen gerne auf Jennersdorf das besorgen oder für Oberwart, vom ALS Stegersbach, den letzten Zahlen, 202 Facharbeiter, Mitarbeiter werden gesucht. Wir suchen auch. Ich weiß nicht. Mit dem ALS in Jennersdorf immer wieder in Kontakt. Ja, wir würden Traktorfahrer suchen, einen Gärtnermeister suchen, einen Hallenmitarbeiter, Kommissionierer, bitte gerne, bitte melden. Ja. Es ist ganz schwierig. Ja, ich würde die Frau Rausch und meine Mitarbeiterin bitten. Wir erweitern das immer, weil sehr viele Firmen sicher mich melden. Sehr gerne, ich kann sie auch schreiben. Ja, weil wir geben das auf die Plattform wieder daheim sein auch drauf. Super. Bitte auch wirklich einen Appell an die Medien, dass sie uns da gerne unterstützen, weil da ist irgendwo hat sich manifestiert in vielen südburgenländischen Köpfen, es gibt keine Arbeitsplätze, falsch. Es gibt in jedem Bezirk hunderte Menschen, die gesucht werden. Es gibt eigentlich keinen Betrieb mehr im Südburgenland, Oberwart, Güssing und Jennersdorf, mit denen ich ständig in Verbindung bin, die nicht sagen, hey, wir brauchen Mitarbeiter. Gerade im handwerklichen Bereich hat sich natürlich durch den Handwerkerbonus das anders verstärkt, dass jetzt die Firmen überhaupt nicht mehr mitkommen, Aufträge nicht mehr annehmen können. Ja, glaube ich sofort. Ja. Wie viel? Das auch gerne. Aktuell im Gang die 80. Ja, also in der Pfingstsaison, in der Erntesaison, Erntepersonal, aber ja, rund sind wir 40, 50. Ja, ja, das war irgendwann 50 circa. Gut, wir dürfen, glaube ich, weitergeben an Sie. Vielleicht haben Sie Fragen. Haben Sie jetzt auch schon mit Niederschlag im Jahr bei der Bewässerung der Felder? Ja, wir haben heuer das kälteste Frühjahr seit 34 Jahren gehabt. Vom Niederschlag her waren wir glücklich, dass wir nicht bewässern mussten, sondern es gab genug Wasser. Wobei die ersten Gemüsesätze gelitten haben, weil es zu kalt war. Auch die Melonen werden wir heuer nicht ernten können, da war es auch zu nass im Frühjahr. Dafür wächst jetzt das Kohlgemüse sehr gut und den Pfingstrosen hat das sehr gut getan, das Wetter. Also das eine freut, das andere leid. Man kann nie allen alles recht machen und auch den Pflanzen nicht. Ja, also Niederschlag war bis jetzt reichlich zum Glück. Könnten Sie vielleicht noch aufzählen, was Sie jetzt mit der Elfriere auch schon über sind? Wir produzieren ganz Chicorée. Wir produzieren im Juni Pfingstrosen. Wir produzieren während des Sommers Brokkoli, Kaffeeol, Kohlrabi und Kohl. Und, eine Sekunde, es ist noch zu schnell. Ja. Und im Herbst beginnt wiederum die Kohlsprossenernte, die geht dann von Oktober bis März, Februar, in den Winterhund an der Kohlsprosse. Wahnsinn. Also, ich bin eigentlich ganzjährig produziert. Ganzjährig, ja. Wir sind an der Betrieb, der jeden Tag arbeitet. Ja. Es wird jeden Tag wächst, das Gemüse, jeden Tag muss geerntet und gepackt werden, wobei wir versuchen, wenn es nicht notwendig ist, an Wochenenden nicht zu arbeiten, sondern nur die notwendigsten Dinge zu tun. In der Pfingstbodenzeit geht das nicht, da müssen wir jeden Tag arbeiten. Ja. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ja, bis du gehst. Ja. Gestern war es 9 Uhr. Ja, das ist sehr viel. Muss geschnitten werden, also Spielhäuser. Sonst vergrößert auf den Feldern und dann schaut es wunderschön aus, aber es ist schlecht. Ja.